willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Janan. So, heute gibt es Tusho. Tusho ist eingelegtes Gemüse. In der Türkei gibt es natürlich auch eingelegte Gurken in Deutschland, aber Tusho ist was ganz anderes. Und diese Art Tusho zu machen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Einige benutzen in der Türkei Essig, einige benutzen statt Essig Zitrone, einige benutzen sogar Zitronensäure. Und jetzt wollte ich mein Rezept mit euch teilen, und zwar so sieht das aus. Meine eingelegten Gurken türkischer Art. Tusho. Das ist jetzt eine Methode, die fermentiert ist. Das bedeutet also, da ist weder Essig drin, noch Zitrone, noch Zitronensäure und so weiter. Das Rezept besteht eigentlich nur aus Salz und ein bisschen Knoblauch. Knoblauch kann man auch verzichten, aber ich finde, das gibt auch ein bisschen Geschmack. Wenn man möchte, kann man auch ein bisschen Schärfe reinmachen, aber mein Rezept besteht eigentlich nur aus Gurken, Salz und Wasser hauptsächlich. Und diese Methode nennt man eine fermentierte Methode. Also das fermentierte Wasser von diesen Gurken, was sehr gesund ist, das zeige ich euch mal. Das sieht dann ungefähr so aus. Entweder mache ich dann einfach frische Gurken oder frisches Gemüse da rein und warte 2 Wochen, dann habe ich wieder neue Tusho. Oder man kann auch das Wasser trinken. Das ist sozusagen dann für die Probiotik des Darms sehr gesund. Für die Darmfunktion, also erhöht die Darmbakterien, die guten, die positiven Darmbakterien, damit sie uns helfen, gesünder zu sein, ja? Kommen wir in erster Linie zu den Zutaten. Und zwar brauchen wir natürlich Einlegegurken. Und zwar sind es diese Gurken, die müssen schön fest und knackig sein. Darauf bitte achten. Die könnt ihr holen auf dem Markt oder in Gemüseläden. Dann brauchen wir noch Petersilie und ein Einlegeglas oder mehrere in der Form, in der Wunschgröße, die ihr wollt. So, es muss Glas sein. Darauf lege ich sehr viel Wert. Es gibt auch einige, die Plastik benutzen. Das finde ich eigentlich für gefährlich. Wir wollen ja was Gesundes machen. Und da könnte das Gift von der Plastik im Gärungsprozess einfach in das Einlegewasser gelangen und ins Gemüse. Dann brauchen wir noch Wasser, und zwar muss das Trinkwasser sein. Bitte kein Leitungswasser benutzen, das ist ganz wichtig, gerade weil es um die Fermentierung geht bei diesem Rezept, und da muss das unbedingt gutes Trinkwasser sein. Dann brauchen wir noch Salz dazu, und zwar pro 1 Liter Wasser brauchen wir 2 Esslöffel Salz. So, um den Gärungsprozess zu beschleunigen, brauchen wir noch Kichererbsen, und zwar nicht in dieser Menge. Ich mache noch andere Tusho, deshalb habe ich hier so viel. Und auch so viele Knoblauchzehen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur 2 bis 3 Zehen. So, wir fangen erstmal damit an, dass wir zuerst die Kichererbsen hineingeben in das Glas. Und zwar 1 Esslöffel für dieses Glas reichen. Das ist ungefähr ein Glas für 3 Liter. Und dann fangen wir mit den Gurken an. Dann geben wir schon die Gurken hinein. Zuerst fange ich mit den großen an, weil die kleinen kann man immer noch dazwischen quetschen. So, der untere Teil wäre erstmal fertig mit den größeren Gurken. Und jetzt kann man einige Knoblauchzehen dazwischen machen. Ich mache hier bei diesem Glas ungefähr 3 bis 4 Stück, und dann kommt jetzt die obere Reihe dran. Die Gurken dabei wirklich hineinquetschen in das Glas, das ist ganz wichtig, dass nicht so viel Zwischenraum dazwischen bleibt. So, auf der anderen Seite machen wir jetzt das Wasser fertig, und zwar kommt in 1 Liter Trinkwasser ungefähr 2 bis 2,5 Esslöffel Steinsalz. So, und das kurz verrühren, das muss sich auflösen erstmal im Wasser. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich auch Steinsalz benutzt, weil nur das ist auch richtig gesund und hilft auch sogar bei der Fermentation. Speisesalz würde hier sogar dagegen helfen, und es ist ja sowieso nicht so gesund. Da könnt ihr euch gerne auch meine Filme über Salz anschauen, wenn ihr wollt. So, und jetzt kommt das Wasser langsam in das Glas, bis es ganz aufgefüllt ist. So,
das Wasser ist erstmal fertig. Und jetzt müssen wir die Petersilie, da machen wir einfach so die unteren Stängel ab, einfach so mit der Hand. Und rollen die Petersilie kurz und füllen ganz oben hinein, quetschen sozusagen auch in das Glas. Und das ist ganz wichtig, damit die Gurken keine Luft abbekommen, sonst würden sie nämlich verschimmeln. Und dann einfach den Deckel ganz fest zudrücken. Kurz sauber machen das Glas und fertig ist unser Tuscho mit Gurken. Noch ein Tipp, also Vakuum ist bei Tuscho einfach nicht wichtig. Man muss das Glas also nicht verkehrt rum umdrehen. Das macht man eigentlich nur, wenn man das Glas mit heißem Wasser befüllen würde. Und ich habe das ja mit kaltem Wasser, also mit lauwarmem Wasser gefüllt, so dass wir das einfach fest zudrehen und an einem dunklen Ort für 2 bis 3 Wochen stehen lassen. Den ersten und zweiten Tag kann ein bisschen Wasser rauskommen durch Gärungsprozess, nicht wundern. Am besten für die erste Zeit eine Schale drunter stellen. So, nach 2 bis 3 Wochen sieht meine Tusche wunderbar aus und schmeckt auch toll, richtig knackig und saftig. Also wer es pikant, gesund und lecker mag, muss unbedingt dieses Rezept ausprobieren. Der Unterschied zum deutschen Rezept ist natürlich, dass das nicht süß ist, weil kein Zucker drin ist. In den deutschen eingelegten Gurken ist immer Zuckeranteil drin und wir in der Türkei mögen es mehr pikant und es schmeckt deshalb pikant und sauer. Und schmeckt wunderbar und ist auch richtig, richtig gesund. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst mir ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.